Also ich bin ja hierher gekommen, wie ich früher an die Bausteine des Curriculums gegangen bin. Ich habe nämlich gar nicht mehr gewusst, was das Thema war. Und hat heute schon mal jemand anders gesagt, die erste Reaktion ist oft, ich habe keine Ahnung. Und dann fange ich an nachzudenken und dann beschäftige mich dann doch einiges. Das sind jetzt ganz verschiedene Ebenen. Also zur Innovation im Allgemeinen, da fällt mir jetzt erstmal nicht so arg viel ein. Also gerade als der Fritz einen Vortrag gehalten hat, sind mir so verschiedene Bilder mehr wieder in Erinnerung gekommen. Die setze ich einfach mal so nebeneinander. Das eine ist der Axel, ich weiß gar nicht mehr, wie der Nachname ist, in unserem Organisationsbuch von Neuwaldeck seinerzeit. Exner. Der Axel Exner. Der hat mal was gesagt, was mir ewig geblieben ist. Der hat gesagt, wenn du ein Produkt hast und brauchst einen neuen Markt, das ist schwierig. Wenn du einen Markt hast und entwickelst ein neues Produkt, ist auch schwierig. Aber ein neues Produkt und ein neuer Markt ist fast unmöglich. Und das habe ich mir immer gemerkt, weil man ja, wenn man so Entwickler ist, ich bin ja so ein Entwicklertyp, dem gehen sofort die Gäule durch, weil er ganz viele tolle Ideen hat und selbstverständlich glaubt, dass die anderen auch glauben müssen, dass sie das brauchen. Und dann merkt, wie viel da den Bach runtergeht. Das ist das eine, was mir eingefallen ist. Das andere, das wurde dann durch deine Darstellung, Lutz, auch noch sehr ausgebaut, ist mir eingefallen. Ich weiß nicht mehr, woher ich das aufgeschnappt habe, so im letzten Jahr mal. Aber es sagte jemand eine ganz banale Erkenntnis, dass die Menschen eigentlich von allem tollen Innovationszeug nur nehmen, was sie in nächster Zeit praktisch verwenden können. Das heißt, für uns, und dem widmen wir uns ja im ESB schon lange Zeit, dass wir eine große didaktische Aufgabe haben. Wie das alles, was wir schön schwafeln können, wie machen wir daraus eine Sprache, die im Alltag verwendet werden kann, machen wir daraus Arbeitsformen, die im Alltag verwendet werden kann, wie machen wir da Ausbreitungskonzepte von solchen Dingen im Alltag. Und das ist so ein Maßstab, der hat mir einfach eingeleuchtet. Und ich selbst bin einfach ein bisschen dieser vielen Schwafelei müde. Ich habe mich da sicher auch schuldig gemacht im Laufe der Jahrzehnte. Und ob das jetzt unter systemisch oder Coaching oder Agile oder sonst was daherkommt, das sind immer wichtige neue Impulse dabei. Aber die Hauptaufgabe ist, es einzubinden in das, was wir schon haben. Und das andere ist daraus, und das ist sehr kontextspezifisch, sehr rollenspezifisch, sehr sphärenspezifisch, etwas zu machen, wo wir den Menschen in den Spielräumen, die sie haben, etwas mitgeben können, das sie in den nächsten 4, 8 Wochen irgendwie nutzen können. Ich glaube, die meisten funktionieren so wie ich mit dem Handy. Wenn da so einer kommt, ich habe mal ein neues iPhone gekauft oder überhaupt mal ein iPhone, und was die mir alles vorschwärmen, was man mit dem machen kann, das nützt mir gar nichts. Ich bin ja schon mal froh, wenn ich telefonieren kann. Ich hatte am Anfang sogar das Problem, dass ich die Taste nicht gefunden habe, wo man laut und leise stellt und so ganz einfache Dinge. Und ich lerne da jetzt so zu, dass immer dann, wenn ich wirklich was brauche und machen will und mir zeigt es geschwind jemand, wie jetzt zum Beispiel die DB-App, wie das funktioniert, weil wir gerade auf dem Bahnsteig standen, das ist super, und so lerne ich, und ich glaube, die meisten Menschen lernen so. Und das heißt, umgekehrt für uns als Berater und Didaktiker ist es kein schlechtes Gütekriterium, ob wir was zu bieten haben. Und das ist normalerweise einfach auch viel didaktische Aufgabe. In unserem Organisationsbuch wird ja beschrieben, das, was der Bush gemacht hat, dieses Dialogic Organization Development. Und der sagt auch, es geht darum, eine neue Herangehensweise, mental, vorgehensmäßig, haltungsmäßig zu formulieren. Und in die kann man dann ganz viel von dem Hergebrachten einfüllen. Es geht nicht darum, etwas zu formulieren, dass man sagt, das ist jetzt das Neue, das andere kann man nicht mehr brauchen. Und ich glaube, wir vom ESB bieten von daher Mindset-Entwürfe, in die man die ja, kontextspezifischen und sehr komplexen und sehr pragmatischen Day-to-Day
Ansätze, wie du sie formuliert hast, die sind zum Teil ähnlich mit ein bisschen anderer Sprache und zum Teil, wie sie ergänzt werden können. Die Kulturgewohnheit ist etwas vom Zähsten, was es gibt. Und wir spielen zusammen Kulturgewohnheit. Selbst wenn alle guten Willens sind, fallen wir immer zurück in gewohnte Kulturen, weil wir gar nicht merken, wie wir uns selbst und andere aktivieren, in diese alten Verhaltensweisen zurückzufallen. Da ist sehr viel unbewusst, sehr viel intuitiv. Und deswegen ist es wichtig, eigentlich jedes, geht es wieder zu diesem Lied-Metapher, jedes Erlernen eines gemeinsamen neues Lied mit denen zu erlernen, die es am nächsten Tag auch zusammen draußen singen müssen. Das heißt, wir plädieren zunehmend dafür, dass diejenigen, und zwar, da kommt ein anderes Konzept, das uns sehr wichtig ist, dass wir sehr rollenspezifisch das Selbstverständnis und das Miteinander agieren und sich in Interaktion nehmen machen, dass wir sehr rollenspezifisch und gemeinsam in den Rollen, die dann dort zusammenspielen müssen, auch neue Lernkonzepte lernt und zusammen einübt. Und das, ich habe jetzt nicht nachgefragt, ob ihr das nicht auch macht, um dann zu überlegen, wie kann man sicherstellen, dass wenn die das zusammen unter in einer Situation, in der Lernen am Beispiel im Hauptfokus steht und nachher gehen die, das sagen wir, das ist am Freitag und am Montag sind sie zusammen mit in einem Arbeitskontext, da müssen sie genauso und übend unterwegs bleiben, aber dort ist natürlich die direkte Leistungserbringung erste Priorität, nicht das Lernen. Und da, wie kann man dann Kulturen und Gewohnheiten im Unternehmen erzeugen, dass wenn die merken, dass sie mit der Leistungserbringung in diesem Zusammenspiel stocken, dass sie dann sagen, stopp, wir machen jetzt eine Phase der Klärung, in der Lernen im Vordergrund steht. Und dass es dann dafür Rollen gibt und eine gemeinsame Sprache und eine Idee, wie nehmen wir eines der Beispiele jetzt, aber es geht jetzt nicht darum, das Beispiel zu lösen, sondern es geht jetzt darum zu studieren, wie spielen wir eigentlich zusammen, wenn wir versuchen, es zu lösen und was ist daran schwierig. Und wie können wir uns gegenseitig helfen, da dazu zu lernen, was davon können wir halten, und sagen, okay, jetzt haben wir das soweit verstanden, jetzt sind wir auf einer Idee, wie wir das neu zusammen spielen können. Wir haben es auch an einem Beispiel hier mal durchgespielt. Jetzt switchen wir wieder in Priorität Leistungserbringung. Und dann ist Leistung und nicht mehr das Lernen im Vordergrund. Und dass Systeme lernen, dieses Wechselspiel von Lernen und Arbeiten zu organisieren. Und dazu brauchen wir alle eine Sprache, Vorgehensverständnisse, stabil halten von Foki und Prioritäten, dass sie das auch leisten können. Und das ist Aufbau von Lernkultur. Und was ich glaube, woran wir sind am ISB, und das hat jetzt gar nicht so furchtbar viel mit dem Wertwort systemisch zu tun. Also wir gucken natürlich auf die systemische Zusammenhänge, aber was wir wirklich leisten, ist da aus ganz verschiedenen Dimensionen zueinander passend komplexe Ansätze zu vereinen und sie lehrbar zu machen, schulbar zu machen in unseren Curricula. Also wenn ich euch zuhöre, habe ich oft von der Haltung her und von der Erfahrung und der Sprache her, finde ich sehr feine, sehr differenzierte Beiträge. Und ich hätte den Wunsch, dass wir lernen, daraus noch mehr Programmatik zu machen. Also ich habe so das Gefühl, dass das die individuelle Weisheit ist. Und das ist aber zurzeit eben einfach mein Thema. Die Frage, wie kann man daraus einen gewissen Kanon machen. Und das ist natürlich auch ein Teil der Aufgabe des Mastertreffens, dass wir uns darauf verständigen, dass wir alle zusammen an dieser Kirche bauen. Und da, also ist meine größte Sorge, das durchzieht aber jetzt einfach ganz viele meiner Argumentationen, dass ich suche nach Wegen, wie das überindividuell geformt und gefestigt werden kann, weil mein Glaube, dass individuelle Weisheit und Begeisterung ein sehr effizientes Mittel ist, um organisatorische Kulturen zu schaffen, dieser Glaube hat massiv nachgelassen. Das heißt, wir müssen sehr, sehr lernen aus dieser Überlastung des Individuums, so toll das ist, in irgendwelche
Formen zu transformieren, wenn es überhaupt eine gesellschaftliche Relevanz haben soll. Also der Weg vom Narzisst zum interdependenten Worker. Gesellschaftlich, muss ich noch mal ganz kurz fragen, wenn du sagst gesellschaftlich, meinst du wirklich gesellschaftlich und nicht in dem Team oder in der Organisation, sondern wirklich zu überlegen, wie kann das gesellschaftliche Wirkung haben? Nein, ich unterscheide nicht. Also für mich sind die Wirtschafts- und andere Organisationen Teil der Gesellschaft. Und wir einfach nicht spezialisiert sind auf Bereich Politik und sonst wie, würde ich sagen, wir wirken dort, wo wir das Gefühl haben, einigermaßen zu verstehen und einigermaßen Gehör zu finden. Aber die Hoffnung ist natürlich, diese Menschen sind ja auch in allen anderen Institutionen. Auch da möchte ich die nicht überfordern, das zu übertragen. Also ich bin selbst so kläglich gescheitert, zum Beispiel beim Elternabend. Ich habe mich für Kommunikationsspezialisten gehalten und ich habe gemerkt, diese individuelle Übertragung auf einen anderen Kontext war so kläglich, dass ich glaube, dass es da ein paar Probleme gibt. Ja. Also ich wollte kurz an der Stelle dir, Bernd, danken für deinen Beitrag, weil diese Runde hieß ja Reflexionsrunde mit Bernd und mir ist es selbst so gegangen, dass ich es war wirklich ein sehr intensives Powerpaket von Antworten. Und ich habe mir einfach nochmal gemerkt, dass gerade Haltung, Mindset und Sprache gerade das zentrale Thema Verantwortungsdialog. Ich glaube, dass da ganz viel drin liegt, das aufzubauen und zu konnotieren mit den Erfordernissen, die es braucht in Organisationen. Auch für das Thema neue Führung, also Verantwortungsdialog im Spagat. Wie wäre es denn damit? Weil das habe ich mir als Bild von dir nochmal deutlich gemerkt. Ich glaube, es war sehr real und in der Situation stehen viele Führungskräfte. Also ganz herzlichen Dank.